Was passiert eigentlich, wenn Menschen sterben? Was passiert in der Zeit, bevor wir unseren Körper verlassen und wenn wir ihn verlassen? Ich konnte von Kind an hinter den Schleier schauen. Das hat sich verstärkt, seit meine Mutter vor fast 2 Jahren ihren Körper verlassen hat. Ich war und bin ihr sehr nah. Ich war bei ihrem letzten Atemzug dabei. Dasselbe bei meinem Vater und bei meiner Großmutter. Ich habe viele Menschen begleitet, die geliebte Angehörige verloren haben und auch Menschen, die ihren Körper verlassen haben. Vorweg ist mir deswegen wichtig zu erklären, dass es bestimmte Ähnlichkeiten gibt, die Menschen, wenn sie ihren Körper verlassen, erfahren. Trotzdem ist auch das Sterben so individuell wie der Mensch. Es ist auch davon geprägt, wie der Mensch gelebt hat, wie seine Geschichte ist, welche Energiestruktur der Mensch hat, wie sein Charakter ist. Auch das ist in den Stunden, Tagen vor dem Tod immer noch sichtbar. Was aber auch sichtbar ist, ist eine Wandlung, die fast alle Sterbende durchlaufen. Und das ist die einer größeren Feinstofflichkeit. Wie drückt sich das aus? Der ein oder andere von euch, der vielleicht einem Menschen Wochen vorher, bevor er gestorben ist, Tage vorher begegnet ist, hat vielleicht schon mal so ein komisches Gefühl gehabt und wahrgenommen, dieser Mensch scheint durchscheinender zu sein. Da hat sich irgendwas an diesen Menschen verändert. Es ist so, als würde ja, wie so ein kleines Licht in dem Sein, als wäre dieser Mensch zarter, auch wenn er vielleicht noch aufbrausend ist oder sich gegen den Tod wehrt. Aber trotzdem ist da was, dass man das Gefühl hat, die Lebensenergie wird weniger. Da ist eine feinstofflichere Struktur, als der Mensch vorher hatte. Wichtig ist zu begreifen, dass in diesen Prozessen schon der Anfang darin liegt, dass die Seele, ich nenne es jetzt hier Seele, ihr könnt das auch übersetzen mit Essenz, das Wesen, der göttliche Funken, wie immer ihr das nennen wollt, dass sich dieser Kern, dass sich dieses Wesen des Menschen Schritt für Schritt aus dem Körper löst. Er geht also Schritt für Schritt schon in feinstoffliche Ebenen über. Das heißt, die Energie ist nicht mehr so sehr im Körper, es löst sich auch mehr aus den unteren Chakren, aus den Wurzelchakren, aus der Verbindung zur Erde und die Energie geht immer weiter nach oben, die Energie wird feinstofflicher. Das ist bei vielen zu beobachten. Es ist aber wichtig, daraus keine direkten Schlüsse zu ziehen. Manchmal sind da Menschen voreilig. Bei den einen dauert dieser Prozess ziemlich lange, beim anderen geht das ganz schnell. Also bei allem, was ich sage, vorsichtig sein, kein Konzept rausmachen, niemandem irgendetwas aufstempeln, immer wieder offen sein. Ich gehe an jeden Abschied neu ran, weil es gibt immer wieder Dimensionen, immer wieder Erfahrungen, die ganz neu sind. Und mit jedem, den ich begleitet habe, habe ich auch noch mal wieder andere und neue Erfahrungen gemacht, obwohl sich manche Erfahrungen ähneln. Also wir haben jetzt diese verstärkte Feinstofflichkeit. Diese verstärkte Feinstofflichkeit drückt sich darin aus, dass manche Menschen verstärkt Verstorbene sehen. Also, dass sie vielleicht plötzlich ihre Mutter sehen, ihren Vater sehen, vielleicht eine Schwester oder einen Bruder, der schon vorher gestorben ist. Bei meinem Vater war es zum Beispiel so, der hat zu meiner Mutter gesagt, oh, die Oma war da, seine Mutter. Und dann hat er gesagt, ach, jetzt fange ich schon an zu spinnen. Und das war aber auch schon Wochen vorher, bevor er seinen Körper verlassen hat. Meine Mutter, die ja voller Liebe und auch ein sehr geistig, auch eine hochentwickelte Seele ist, hat dann gesagt zu ihm, du spinnst nicht, es ist alles gut. Sie konnte verstehen, was da passiert ist. Aber mein Vater selber ist zwischen den Ebenen gewechselt eine Zeit lang, hat praktisch schon diese feinstofflichen Ebenen wahrgenommen, war dann aber wieder voll und ganz im Körper drin. Und das sind diese Übergänge, die viele Menschen erleben. Bei meiner Mutter hingegen, ich war sehr nah an ihr dran. Also ich habe 6 Wochen neben ihr im Bett geschlafen, habe ihre Hand gehalten, ja, habe praktisch jeden Schritt von ihr mitbekommen. Sie hat mir zumindest nichts von einem Verwandten oder von einem verstorbenen Menschen, den sie sieht,
erzählt. Das kommt bei anderen öfter vor. Bei meiner Mutter war es nicht der Fall. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, ob sie nichts gesehen hat, aber mir davon nichts berichtet hat. Ich gehe fast bei ihr eher davon aus, weil wir uns immer sehr nah waren, dass bei ihr der Kontakt zu den Verstorbenen nicht so wichtig war. Was bei vielen Menschen passiert ist, dass sie oft ins Leere schauen, oftmals auch auf die weiße Wand, so wie es bei meiner Mutter gewesen ist, dass Menschen Dinge wahrnehmen, die wir nicht sehen können oder die meisten Menschen zumindest nicht sehen können. Und meine Mutter hat gesagt, ich sehe da wunderschöne Welten, ich will diese Welten erkunden. Und dann hat sie gesagt, jetzt verstehe ich, wovon du so oft gesprochen hast, jetzt verstehe ich vieles, was du gesagt hast, viel, viel besser. Und sie strahlte und strahlte, und das war immer wieder einmal so, dass sie ins Leere schaute, strahlte und entzückt war. Jetzt ist aber wichtig zu sagen, dass meine Mutter kein Abenteurer war, so wie ich. Ich liebe es, neue Dinge zu erforschen, neue Dinge auszuprobieren. Also, dass meine Mutter gesagt hat, das sind ja wundervolle Welten, ich möchte die erforschen. Das ist für jemanden wie meine Mutter sehr ungewöhnlich, weil sie brauchte ihren sicheren Rahmen. Sie war eine sehr liebevolle Person. Sie hat sehr viel zu geben gehabt, aber sie mochte ihr vertrautes Umfeld. Sie war gerne mit den Menschen, die sie geliebt hat. Sie war in der Mitte, ist in der Mitte von 5 Geschwistern geboren. Sie hat diese Geborgenheit, dieses Eingebundensein in einem vertrauten Rahmen sehr gerne gemocht. Und es war so um erstaunlicher, dass ihr diese Welten gar keine Angst gemacht haben, dass sie entzückt war, dass sie gestrahlt hat und dass sie von der Schönheit dieser Welten berichtet hat. Dadurch, dass ich so nah mit meiner Mutter war, war es in dieser Zeit auch so und mir die Welten hinter dem Schleier vertraut sind. Dass es, obwohl ich 24 Stunden um sie rum war und alle gesagt haben, das kannst du nicht lange machen, das wird zu anstrengend, du musst Hilfe nehmen. Ich hatte aber das Gefühl, dass ich so eine Kraft bekommen hatte. Ich brauchte auch fast gar keinen Schlaf, weil meine Mutter hinter dem Schleier war. Meine Mutter war voller Liebe. Wir sind immer in eine Welt zusammen eingetaucht, die mir sehr vertraut ist. Und das war für mich ein unglaubliches Geschenk. Und viele Verstorbene, die bevor sie sterben, treten in diese Welten der Liebe und des Friedens ein. Viele machen auch ihren Frieden zum Schluss ihres Lebens, sehr, selbst wenn sie sehr streitsüchtig gewesen sind, dass sie versuchen, Liebe walten zu lassen, Güte walten zu lassen, dass sie die Berührung zu diesen feinstofflichen, göttlichen Welten schon spüren und sichtbar in ihrem Ausdruck wird. Das ist bei vielen auch, wenn sie ihren Körper verlassen haben, dass sie eine friedvolle Ausstrahlung haben, dass selbst wenn sie Schmerzen hatten, trotzdem ja so ihre eigene Schönheit haben. Für mich hat der Tod wirklich Schönheit. Die Menschen, die ich begleitet habe, hatten ihre Schönheit auch im Sterben. Es ist so wesentlich, es ist schön. Es ist sehr interessant auch für mich gewesen, dass scheinbar auch ja Verfallprozesse des Körpers, die wir normalerweise vielleicht nicht so schön finden, aber von diesem Licht, von dieser Göttlichkeit durchstrahlt sind und diese Zeit einen Segen, eine Schönheit hat. Jetzt ist wichtig natürlich, sich dafür öffnen zu können, sich darauf einzulassen. Es ist eine Welt, die wir näher verstehen können, besser begreifen können, wenn wir uns auf die Menschen einlassen. Wichtig ist aber, die Menschen in Ruhe zu lassen, sie ihrem eigenen Prozess zu überlassen, ohne irgendeine Vorstellung, ohne irgendein Konzept daran zu gehen. Ich spreche heute zu dir auch, um dir zu sagen, dass der Tod seine Schönheit hat, dass der Tod seinen Segen hat, dass besonders diese Göttlichkeiten, tiefer Frieden um den Tod existiert. Alles, was ich erlebt habe bis jetzt um den Tod herum, war jedes Mal voller Segnung und voller Fügung. Mein Vater zum Beispiel ist am Heiligabend gestorben. Das war immer sein Lieblingstag. Und das war damals zu der Zeit auch das einzige Mal, wo die Familie zu Hause bei meinen Eltern zusammengekommen ist. Ich habe mit meinem Mann 6 Stunden entfernt von
dem Platz gewohnt, wo meine Eltern gelebt haben. Und mein Bruder und seine Freundin waren auch Heiligabend da. Da wir in den Bayerischen Alpen leben, sind meine Eltern immer zu uns gekommen, haben bei uns Urlaub gemacht und wir sind dann immer nur Weihnachten nach Nordrhein-Westfalen gefahren. Und mein Vater hat gewartet bis zum Heiligen Abend, seinem Lieblingstag, wo wir alle zusammen waren. Mein Vater hat Heiligabend seinen Körper verlassen. Er hätte so viele andere Möglichkeiten gehabt, aber es war geführt, dass meine Mutter nicht alleine war, dass ich mit da war, dass mein Bruder mit da war, dass wir so von ihm Abschied nehmen konnten. Dasselbe war, als meine Oma ihren Körper verlassen hat. Als meine Oma ihren Körper verlassen hat, war ich mit meiner Mutter auch da, auch dort habe ich 8 Stunden entfernt gewohnt, 800 Kilometer. Und es war Fügung, dass ich zu dieser Zeit da war, dass meine Mutter zu dieser Zeit da war. Und welcher Segen, dass 3 Generationen in weiblicher Linie diesen Prozess zusammen gehen durften. Es gibt diese Fügung auch mit der Zeit, dass Menschen warten, um sich von geliebten Menschen zu verabschieden. Das heißt aber nicht, dass wenn du nicht dabei bist und jemand geht, dass er dich weniger geliebt hat als die Person, die vielleicht dann dabei ist. Es gibt einfach Konstellationen, die sich ergeben, die sich fügen, die sein sollen. Und nicht jeder Mensch möchte auch sterben, wenn jemand dabei ist. Es gibt manche Menschen, die wählen auch bewusst den Zeitpunkt, dass wenn geliebter Angehöriger gegangen ist, dass sie dann ihren Körper verlassen. Es sind oftmals Menschen, die vielleicht auch ihr Leben eher alleine verbracht haben oder die niemanden belasten wollen oder die Ruhe für sich haben wollen, die dann auch gehen, wenn sie alleine sind. Das sind manchmal sogar Menschen, die warten, dass geliebte Angehörige gehen und kurze Zeit später sterben, die Abschied nehmen, aber den Tod für sich, den Übergang für sich gestalten. Wichtig ist zu sehen, dass es etwas Größeres gibt und das wird so bewusst in diesen Zeiten. Es ist gerade alles, was um den Tod herum geschieht, ist so bedeutend, dass wir sehen können, dass nichts Zufall ist, dass alles in einer Perfektion wie orchestriert wird, wie ein Orchester zusammenspielt, was wir mit unserem menschlichen Verständnis gar nicht tun können. Deswegen ich habe den größten Respekt vor dem Tod, den größten Respekt vor dem, dass unser Körper nur stirbt, dass unsere Seele aber weitergeht. Jetzt zurück, was erleben Menschen, bevor sie sterben? Einige, wie gesagt, sehen wie meine Mutter andere Welten, sind sehr tief in der Liebe und in dem Frieden drin. Meine Mutter war voller überfließender Liebe und das hat mir auch ermöglicht, diese ja fast unmenschliche von meinem Körper und von dem, was ich tun, getan habe, Zeit so gut durchzustehen. Es gab sogar einen Moment, wo ich zu meinem Mann gesagt habe, das ist eigentlich unmöglich, dass ich das lange, lange Zeit tue, aber ich kann es, diese Liebe trägt mich und ich hatte das Gefühl, ich hätte das ewig tun können, weil meine Mutter und ich uns in einen ganz anderen Raum bewegt haben. Und ich war so dankbar, dass ich mit einem Menschen einige Wochen so intensiv gemeinsam hinter dem Schleier in diesem Bewusstsein der Liebe leben konnte, in diesem Bewusstsein der totalen Präsenz von Liebe und Frieden. Und das mit einem Menschen so intensiv zu teilen, war für mich eines der größten Geschenke meines Lebens. Dann ist bei manchen Menschen, wie ich schon erwähnt habe, zu sehen, dass sie von Verstorbenen sprechen, die sie wie abzuholen scheinen, die sie sehen, die ihnen den Übergang erleichtern. Das ist wie so eine Hilfe, dass sie den Körper mehr und mehr verlassen und in die geistigen Ebenen übergehen. Energetisch gesehen habe ich das selber auch beobachtet bei Menschen, die inkarnieren, also wenn wir geboren werden, bei Babys, dass es auch, bevor das Kind oder das Baby ins Leben geboren wird, auf der energetischen Ebene ein
eine Annäherung gibt. Das heißt, wenn wir sterben, lösen wir uns immer mehr von dieser körperlichen festen Struktur, nehmen unsere Energie, unseren Energiekörper, unsere Essenz mit und gehen langsam in die feinstofflichen Ebenen über, schneller oder langsamer, je nachdem. Es ist ja bei jedem unterschiedlich. Dasselbe geschieht bei der Geburt. Da kommt praktisch diese Energie, die wir sind, unsere Essenz, unser Wesen, unsere Seele, wie immer deine Begriffe dafür sind, kommt immer mehr in das Feld der Eltern und hat eine Zeit, um eben auch im Mutterleib heranzuwachsen, aber um sich von der feinstofflichen Ebene in die grobstoffliche Ebene des Körpers zu bewegen. Und dasselbe passiert umgekehrt. Das sind im Prinzip dieselben Übergänge, die wir von dem Geborenwerden und dem Sterben von der feinstofflichen in die grobstoffliche Welt und von der grobstofflichen in die feinstoffliche Welt unternehmen. Also es ist im Prinzip ein ähnlicher Prozess. Es ist der Prozess des Übergangs. Sterben bedeutet natürlich loslassen, bedeutet den Körper loszulassen. Und das fällt vielen Menschen schwer. Es ist manchmal auch dieses Gefühl, was kommt dann, was passiert dann. Aber die Angst wird vielen Menschen genommen, indem wir praktisch nicht ins Nichts fallen, sondern es einen Übergang gibt, in dem es ein gnädiger Prozess ist, in dem die Feinstofflichkeit, andere Welten, andere Bewusstseinsebene, vielleicht auch Menschen, die wir kennen, Verstorbene, dass die uns bei diesen Übergängen helfen. Ich freue mich, wenn du deine Erfahrungen teilst, wenn du unten etwas in die Kommentare schreibst. Freue mich auch, wenn du dieses Video teilst, damit mehr Menschen auch die Schönheit des Todes sehen können, weniger Angst haben, verstehen können, was da passiert, besser loslassen können. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir ein ganz lebendiges, volles und erfülltes Leben.